Bodha Sukhasana, die Stellung des Meisters Bodha Sukha. Ananta zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist das Sitzen. Von hier komme zu einer hockenden Stellung, die Fußsohlen auf den Boden und die Knie drücken gegen die Brust. Dann gib die Arme um deine Unterschenkel und bringe das Kinn auf die Knie. Dies ist Bodha Sukhasana. Als Variation hast du nicht das Gesäß auf den Boden, sondern du würdest zur vollständigen Hockhaltung gehen und dort die Unterarme vor die Schienbeine und Kopf und das Kinn auf die Knie. Dies ist Bodha Sukhasana. Bodha heißt wörtlich das Erwachen, das Wissen, das Verstehen. Sukha ist nicht ganz klar, wo es herkommt. In einer Tradition gilt Bodha Sukha als einer der großen Meister. Manchmal wird anscheinend irrtümlicherweise gesagt, dass das eine Stellung ist, in welcher man Trauer überwinden und begreifen kann. Shoka heißt ja auch Leid und Trauer. Allerdings, die Stellung heißt nicht Bodha Sukhasana, sondern Bodha Sukhasana. Die Stellung gehört zu den Ruhestellungen, wo man sich ausruhen kann, ist ein gutes Asana für Knieflexibilität, Fußgelenksflexibilität und Hüftgelenksflexibilität. Eine Stellung, um nach innen zu gehen und tiefe innere Ruhe zu erfahren. Vermutlich ist das auch eine Stellung, in der Menschen gerne in Trauer und Kummer verharren, weshalb es dann manchmal auch als die Verstehen des Kummers Stellung genannt wurde, obgleich im Sanskrit Bodha Sukha nicht Bodha Sukha ist. Mehr Informationen zu diesem und anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.